Was da konkret geht, das heißt TARA. Das ist eine ISO-Norm. Die müssen halt alle Autohersteller erfüllen oder nach denen müssen die halt arbeiten. Das ist eine Norm, diese Ja. Dokumente erstellt werden müssen, um Security Threats, insbesondere halt Software Security Threats zu analysieren. Also das halt praktisch, wenn auf dem, heutzutage hat ja jeder Fuzzle hat halt einen Mikrocontroller, also so ein Scheinwerfer zum Beispiel. Und da muss halt sichergestellt sein, und die sind ja inzwischen auch richtig intelligent. Die hängen da am Auto CAN-Bus dran und keine Ahnung was. Und es muss halt sichergestellt sein, dass die Software, die auf dem Ding läuft, nicht irgendwie die Scheinwerfer plötzlich nach oben stellt, bloß weil da irgendwie sich jemand mit dem Android ans Auto anschließt oder solche Geschichten. Das muss halt alles durchdokumentiert sein. Gibt es halt ISO-Normen dafür, und da gibt es halt ein Tool, was halt einfacher macht, diese Normen da eben also die Dokumente dazu aufzustellen und durchzutracken. Also dann kannst du halt dann sagen, okay, es gibt den Angriffspfad, und um den zu mitigieren, muss das und das gemacht werden. Dann kannst du Tasks anlegen, kannst einen Kommentar dazu schreiben, und dann hast du letztendlich deinen Prozess, um diese Security und das Risk Management auf diesen Komponenten zu handeln, gibt es halt eine Software. So. Und die gibt es schon relativ lang. Die ist halt auf Eclipse RCP-Plattform gebaut. Also das ist praktisch Bridge Client. Java ist, sag ich mal, von der Technologie her jetzt nicht der allerneueste Schrei. Also wenn du danach Büchern suchst dazu, um was zu finden, nachzulesen oder die Architektur hier einzulesen, dann findest du sag ich mal, das neueste Buch, was es so gibt, ist zweite Auflage 2008. Also kannst du dir mal vorstellen, was da inzwischen, sag ich mal, in der Softwarewelt irgendwie so passiert ist. Und Und das ist das, was aktuell VW benutzt? nein, ich weiß nicht, was die aktuell nutzen. Ich weiß gar nicht, ob die da schon irgendwie so ein Tool in der Richtung haben. Du kannst theoretisch den ganzen Schmarrn kannst du auch mit Excel abbilden. Aber ist halt eklig, weil dann hast du deinen ganzen Dokumenten-Workflow, deine Abhängigkeiten und sowas. Das müsstest du alles in Excel nachstellen. Und mit so einem Tool, was halt webbasiert ist und sowas, kriegst du das halt um einiges besser hin, dass das halt auch die Werte praktisch, die propagieren dann die Werte praktisch so durch. Also du kannst es irgendwie ineinander geschachtelte Tabellen vorstellen. Dann wird halt in der inneren Tabelle wird halt irgendwie ein Risikowert eingetragen, der muss dann auf die äußere Tabelle wiedergespiegelt werden und sowas. Also hat schon eine gewisse Komplexität, ist jetzt nicht so übermäßig, aber auch nicht so übermäßig kompliziert. Ich weiß nicht, was VW bisher benutzt. Ob sie da schon was haben oder ob die es tatsächlich bisher in Excel machen, das kann auch sein. Aber es gibt halt eben Vorschriften und Normen, und die ändern sich gerade, glaube ich, auch im Moment wieder für die Autobauer, dass sie den ganzen Gerassel halt da ordentlich durchdokumentiert haben. Und also Aber meine Rolle dabei ist eben mit diesem Ding, was da eben gebaut worden ist, seit, ich weiß nicht, also dieses Teil gibt es schon ewig. Da halt noch so ein paar letzte Änderungen dran zu bauen, beziehungsweise was halt da relativ neu ist, ist halt so eine Web-Oberfläche, die die ganzen Funktionalitäten auch statt einem RCP-Client wirklich in einem Web-Client halt abbildet. Und da gibt es dann so User-Management, halt das Anbinden, die History habe ich jetzt dazu gebaut. Die sind alles Features, die gibt es im Kern in der Ding schon, aber die muss halt irgendwie alle aus dem Web auch zugreifbar sein. Ja, so ein paar Berechnungsdinger da anpassen. Also, das ist halt ein Haufen Fitzelkram. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig performant auf der Plattform da zu arbeiten, aber ja, ich wusste mich halt da durch, und dann wirklich schon. Und also, wie gesagt, der Typ, der hat halt im Moment so ein bisschen Stress, dass ihm halt so ein paar Kunden jetzt abgesprungen sind oder halt generell diese Autokunden im Moment sehr zurückhaltend sind mit neuen Aufträgen. Darum wäre es halt cool, wenn man das VW-Ding kriegt. Ja, schauen wir halt. Okay, Ist also ja auch der. konzernweit irgendwie so ein Ding werden. Okay, und was beinhaltet eine Lizenz oder was kostet so eine Lizenz? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist die spannende Frage, weil das weiß halt keiner so genau wirklich. Also die Listenpreise von der Konkurrenz, die sind vierstellig, unter der vierstellige Bereich, monatlich, also pro User. Wobei halt auch gesagt wird, dass kein Konzern, sag ich mal, den Listenpreis zahlt. Also wahrscheinlich redet man da halt irgendwie so von einem mittleren dreistelligen Preis pro User im Monat.